So, willkommen zurück. Ark. Ja, jetzt weiß ich, was das ist hier. Das ist das Tech-Terminal, das mir Zugang zu dieser Höhle gewährt. Zur Tech-Höhle. Dazu muss ich aber erstmal die drei Hüter besiegt haben. Ansonsten ist es hier scheiße heiß und ich kann ein bisschen Kristall finden und hier Explorer Notes. Was sind drin? Bei Gelegenheit mal, aber im Moment verstehe ich das jetzt gerade gar nicht. Ist irgendeine Explorer-Note, ich habe es bloß nicht kapiert, welche. Sag mal, wie viele Kristalle gibt es denn hier? Das ist Wahnsinn. Die sind alle so ineinander verschachtelt. Krass. Scheiße heiß ist es hier auf jeden Fall. Aufpassen muss man, dass man nicht gegrillt wird. Aber es sieht auch geil aus mit diesen Basaltformationen. Ne? Also es sieht aus wie bei. Wie heißen denn die Dinger, Mensch? Ist es vor Schottland? Ne? Wo es da ins Meer reinragt? Ich glaube. Geil. Hopp, Abflug. Raus hier, das ist zu heiß. So, ich war eigentlich auf dem Weg nach Obsidian nochmal mehr. Hier rüber. Ich habe schon ein bisschen was gefunden, aber es war zu wenig. Das heißt, gefunden. Ich weiß ja, wo es ist, ich brauche es ja nicht suchen. Aber halt Gefahr. Das ist doch auch ein Eisgebiet hier. Ja, das nützt mir jetzt nicht so viel. Oh, ist das gerade ein gelber? Na, bis ich da bin, ist er wahrscheinlich kaputt gegangen, ne? Scheiße. Jedes Mal derselbe Mist. Hui! Lande! Verdammt, lande! Ah, der ist ja gerade erst angekommen. Was gibt's? Einen maroden Cabrosuch. Naja, toll. Nicht so der Brüller. Bauplan für den überragenden Ankylo. Ja, okay. Gib her. Er war jetzt nicht so. Das soll ein überragender Ankylo sein? Naja. Mit der beschissenen Status kann ich nicht so ganz nachvollziehen, aber okay. Ja, ansonsten gibt's hier an den Hängen natürlich Obsidian. In so kleinen Blobs. Da ist doch zum Beispiel auch schon was, ja. Gibt natürlich auch eventuell irgendwelche hochleveligen Alpha-Jäger, deswegen ein bisschen aufpassen. Lass mich drauf, Mann. Und zu Hause bin ich gerade weiter am Herstellen von Foundations und weitere Zutaten für Steampunk, so dass wir dann weiter umziehen können. Ich. Und ihr euch den Blödsinn angucken könnt, den ich da mache. Hör, du stehst ein bisschen komisch da, ne? Naja, gut. Warum nicht? Du hast halt Stil. Oder um es Englisch zu sagen, you have the style, ja? Ja. Oh yeah, man. Ey, Digga, alles klar? Na, freilich. Nein, Hip-Hop ist nicht meine Musik. Hast du noch Platz? Naja, nicht wirklich. Aber gut, ich kann den Stein notfalls wegschmeißen, dann ist Metall. Ich bin ja nicht für Metall hier. Da drüben werden Lilaner, die sind immer voller Rohstoffe. Ganz gute Rohstoffe teilweise auch, da auch. Aber die sind schon länger unten, das hat jetzt auch keinen Sinn mehr. Halt, weiter runter gucken, wegen Obsidian. Ah, da unten, da ist was. Hol mal lieber noch ein bisschen Obsidian, weil ich habe gedacht, dass da guckt relativ viel raus bei diesem, wenn man sich... Oh. Ja. Ich habe eh kein passendes Kibbel dabei. Wenn muss ich nur umbringen, was soll's. Komm, verschwind. Hau ab. Ich mach dich platt, Alter. Schwör. Nee, Problem ist, ich habe noch kein passendes Kibbel dabei und wenn, machen wir's mal mit Kibbel. Ja, geht aber nach oben. Okay, er ist nicht so aggressiv. Ein Skorpion ist ja bedeutend aggressiver. Der, wenn mich nur riecht, ist er schon Feierabend. Dann kommt er auf mich zu, egal was los ist. Ja, der fliegt eigentlich da gemütlich seine Runden. Naja, Hauptsache du weißt, was du willst. Irgendwas hatte ich gerade noch im Kopf, außer Unsinn.
Ja, wegen dem Obsidian, dass da relativ viel von diesem Diamant rausguckt, der Pustekuchen. Da musst du ganz schön einsetzen und kriegst fast nichts raus. Ja gut, ist halt realistisch, ne? Realistisch ist es eh nicht, weil Diamant besteht nicht aus Obsidian. Aber egal. Mit der Kohle wiederum ist realistisch. Weil was ist ein Diamant? Diamant ist ja bloß gepresste Kohle, weiter nix. Veredelte Kohle sozusagen. Durch jahrelange Hitze und Druck. Ja, der Redwood, da will ich auch nochmal eigentlich richtig rein. Das wäre auch nochmal interessant. So, in welche Richtung geht's jetzt? Moment. Hier. Hier so ungefähr irgendwie. Müsste meine Base sein. Ich weiß es nicht sicher, aber nicht so schlimm. Na, da ist meine zukünftige. Oh, der ist schon kaputt. Na, war ja klar. Da hinten aber habe ich gerade noch mal ein oder zwei Lilane gesehen. Könnte man sich ja schnappen. Ich hoffe, es ist jetzt nicht mehr ganz so schlimm im Übersteuert sein. Ich hoffe es. Mal schauen. Nee, das ist kein Lila. Doch, das ist ein Lilaner. Tatsächlich. Und der da drüben? Ja, kann man jetzt schon gar nicht mehr sehen durch den Nebel. Das ist ein Original Koya, Mann. Scheißdreck. Ach, der kommt gerade erst. Das dauert ja noch Ewigkeiten. Diese Redwood-Bäume sind so geil. Die sind so cool. Könnte man sich echt so eine Baumbase bauen, aber. Nee, du, ich steh auf Metal. Auch als Baumaterial. Metall, bitte. Was soll's? Was bist du denn eigentlich da? Du bist ein Jäger, oder? Ich muss mal schnell schauen, was du bist. Ihr tut euch gerade nichts gegenseitig, aber du bist definitiv ein Jäger. Was bist du? Ich möchte jetzt nicht runtergehen, weil vielleicht bist du hochlevelig und ich möchte dich tamen. Ach Quatsch, du bist ein Diplo. Aber bist du so rot? Komische Färbung hast du, Junge. Komm jetzt, komm runter, Junge. Du da, runterkommen. Oh, da drüben kommt ein Gelber. Der ist auch noch nicht unten. Da habe ich gleich eine Chance noch. Können wir mal gucken. Vielleicht ist der diesmal besser als der letzte. Na, da würde ich sagen, sehen wir uns gleich oben wieder. Also hier so ziemlich, ne? Da drüben. Ja. Man sieht es jetzt gerade schlecht da so ungefähr, oder? Ah, ich glaube, irgendwie so. Grenze zwischen Sumpf und Gebirge. Das sehen wir uns da gleich wieder mit weiteren Foundations und Wänden im Gepäck. Bis dahin. Oh, ich glaube, da unten wurden Skorpione. War das letzte Mal so. Nee, ist ein Caprosuchus, glaube ich. Hat er mich abgeworfen, ne? War klar. Oh, 170% Schwert, geil. Ich sollte. Wo ist mein Viech? Komm her zu mir. Hallo? Dreh dich um, Depperle. So, kapierst du es, dass du hier landen kannst? Pfeifkopf. Ich glaube, das kenne ich schon, aber ich nehme es mal mit. Billig Ding brauche ich nicht, danke. Sag mal. Du Viech, ey. Komm mit. So, jetzt lande. Ich will nach Hause, Mann. Danke. Bis gleich. Meine Fresse, ey. Mit dem Sauwetter seinen Weg zu finden, ist gar nicht so einfach. So, ein Sheet? Was ist hier überhaupt? Ha! Itemspeicher von Raptor, so lange? Ach so. Na gut, wenn nur Schrott drin ist. War der von letztem Mal?
Hält es so lange, krass. Oh, können wir das vielleicht wegmachen? Ach so, mal, ja, Moment, es geht ja trotzdem, indem ich den Scheiß nehme. Hier fallen lasse vielleicht, an meiner Position geht das. Ja, super. Ach ja, dann kann ich zumindest zubauen, weil es dann nur ein Paket ist statt eine Tasche. Okay, perfekt. Na du, Iguanodon, welches Level? Naja. Bisschen laschi, wa? Nicht ganz so interessant, du Viech. So, mal gucken. Wie weit wollte ich das Ganze? Bisschen im Essen schadet auch nicht. Habe ich mich zwar eigentlich verklickt, aber passt schon. So, wie viel haben wir denn jetzt? Wie viel Platz? Nach oben können wir sogar, glaube ich, noch ein bisschen breiter werden. Das wäre ja möglich. Wir können es aber auch straight nach oben ziehen, weil wir sowieso auch genug Lagerplatz brauchen. Boah, wir kommen halt schon wieder nicht dazu, irgendwie die Wände fertig zu haben. Ist doch grausam. Ja, ich habe ja auch gar nicht genug Foundations. Och, heidanei. Das war's. Mehr habe ich nicht mehr, glaub. Ja, das war's. Cool. Naja, gut, die Foundations sind nicht aufwendig. Das ist Metall und Ding. Das sind ja normale Metal Foundations. Plus halt in der Structures Plus Variante. Das müsste ja sogar gehen. Was ein Zeug, ey. Na gut. Dann, bis klar. Oh, hat das Regnen aufgehört, das ist sweet. Hiyo. Die Morphodon. Dann sammeln wir bei der Gelegenheit gleich nochmal ein bisschen Obsidian. Und wir sehen uns gleich wieder. Ich habe echt gedacht, wir schaffen halt was. Bisschen aufpassen, was hier so rumkreucht und fleucht. Hier unten gibt es ja eigentlich auch schon Obsidian, ne? Ja, Tatsache. Aber soweit ich weiß, gibt es auch Skorpione. Teilweise, wenn sie lustig sind. Oh, da ist ein Dödi. Cool. Welches Level hat denn der? Oh, sorry. Ich wollte ja nichts tun, Stego. So, das sind Freunde. Nur Vögel nicht. So. Na, von hier oben hat man auch einen viel schöneren Blick. Gerade festgestellt. Hängt zwar jetzt halb in den Wolken drin, aber es geht. Da unten ist mein Place to be, so ungefähr. Ja, ich brauche noch viel, viel mehr Kristall, habe ich festgestellt. Und mal gucken, ob ich jetzt wenigstens die Außenwände mal hinkriege noch. Das wäre nicht schlecht. Und dann noch zwei so komische Viecher oben drauf. Ja, kann ja nichts hochkommen, also müssen sie noch wohnen, ne? Eins sehe ich, wo ist das andere? Wir waren noch zwei. Aber richtig goldene Felsen sind hier auch nicht drauf, nur einer. Komisch. Ich war immer der Meinung, das waren mehr. Das war nämlich immer die Hausmine. Bei dem Tribe, wo ich gezockt habe mit. Ha. Ja, jetzt wäre es schön, wenn hier später ein hochleveliger Biber wohnt und wenn vielleicht irgendwo in der Nähe so ein Dödi oder ein Kylo ist. Wäre auch nicht schlecht. Guck, da hinten ist ein Wasserfall. Sieht schon geil aus. Gute Heimat ausgesucht, würde ich sagen. Was haben wir hier unten? Na, so ein Mikroraptor brauche ich ja noch, haben wir gesagt, ne? Ich sehe da vorne nur hässliche, die Lofos. Die sehe ich. Ja, ich klappe, aber wenn er seinen Krallen draufballert, dann klappert's nicht, oder was? Also die Logik muss ich jetzt nicht verstehen. Gut. Du kriegst Gewichtskapazitäten. Ganz einfach, was ist mit dir los? Ach ja, du hast ja Krokodile kaputt gemacht, siehst du? Die Sarkosuchus-Haut hast du mitgenommen, cool. Den ganzen Schmarrn kannst du mal fallen lassen, bitte.
Braucht kein Mensch. Ja, gut, Pfeile, okay, vielleicht. Ja, es ist zwar bessere Rüstung, aber trotzdem brauche ich es nicht. Tschüss. So. Ich habe gerade Zweifel. Was, die Null will ich doch nicht. Ich will doch mal... Oh, ich habe gerade Zweifel, dass das reicht. Was ich hier noch habe. War das jetzt okay oder nicht? Naja, Moment. Nicht die Null. Sie haben die Null gewählt. Ja, die habe ich manchmal öfter gewählt. So. Ist jetzt nicht so viel. Aber ich denke, hinten werden wir Schluss machen. Hinten machen wir es nicht größer. Also können wir jetzt schon mal ein paar Außenwände platzieren. Die seitliche Ausdehnung machen wir auch nicht größer. Auch da können wir also mal ein bisschen was platzieren. Hey, keinen Unsinn machen. Sehen die wenigstens gleiche, beide Seiten gleich aus? Ja, okay, passt. Wie viel Energie haben die? Oh, sogar mehr als Metall. Metall hat, glaube ich, nur 10.000. Also Foundations haben immer ein bisschen mehr als das eigentliche, aber ich glaube, Metall hat nur 10.000. Hä? Wieso war das gerade so blau dargestellt? Was ist denn das jetzt? Bin ich unwissend. Ich nichts verstehen. Hier unten werden wir kein Fenster ran machen, weil das sieht man eh nichts gescheites. Sommer, jetzt wimmelt es aber hier von hässlichen Dilos. Nee, das ist ja gar kein Dilos, ein Raptor. Oder was bist du? Oder bist du ein Troodon? Du bist ein Troodon? Ja. Du wärst sogar interessant. Aber da muss man gucken, welche Eier du haben möchtest und welches Level du bist. Bevor du wirklich interessant bist. Nee, nicht hier. Hier. Ich will noch keine Räume trennen. Das machen wir dann vielleicht auch, aber erstmal nicht. Wie weit geht denn das jetzt nach vorne? Das könnte glatt reichen, ey. Das könnte glatt. Also eigentlich müsste es reichen von der Breite und von der generellen Ausdehnung her in alle Richtungen. Nach oben geht es ja sowieso noch ohne Ende. Bis auf die Höhe von dem Felsen ungefähr. Eine Garage für kleine Flieger, oben eine Garage für große Flieger. Ich denke, es passt mir so ganz gut. Noch mehr? Ich habe immer noch 4 oder was? Cool. Da kriegt man das ja langsam hin. Ja, ich denke eigentlich, wenn ich jetzt mal abschreite, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Foundations ist das jetzt lang. Also das reicht doch. Das passt doch. Schränke kriege ich da unter ohne Ende. Unten soll ja Lager rein. Der Spawnpunkt soll unten rein. Also das Bett. Was noch? Mehr eigentlich sowieso nicht. Küche kommt oben rein. Werkstatt kommt oben rein. Ja, und dann das zweite Obergeschoss ist dann die Werkstatt, zweite Obergeschoss ist dann die Garage. Größere Dinos kriegen hier draußen einen Stall. Mhm. Passt schon. Ja. Oh. Kanu. Ich habe jetzt keinen Bock auf Kanu. Gehen wir mal. Ja. Okay, aber steht. Ja, es geht schnell. Der ist relativ... Oh, der ist hochlevelig. Der hat noch keinen einzigen Schaden und macht die Viecher weg wie nix da. Lass mal den... Warte mal, weißt du was? Könnte doch ein gutes Opfer für dich sein, oder? Ja, der war gar nichts Richtiges. Das ist ja hohl. Ja, ich erwische den scheiß Viech nicht, doch jetzt. Der war Level 8, sehr lohnenswert. Ganz witzig gesagt, der sekundäre Angriff von ihm hier. Sein Spezialangriff, ja. Verbrauch aber relativ viel Ausdauer. Na gut, ich denke mal, wir sind soweit umgezogen. Jetzt brauche ich das Außenareal fertig. Brauche einen Zaun. Also so generell die Ausdehnung des Hauptgebäudes steht fest. Das ist eben das, wie es jetzt da steht.
Als nächstes Zaun und Außenareal für ein paar Dinos. Hier oben ist dann auch ein gutes Areal, um ein bisschen zu tamen, glaube ich. Cool. Ja, das werden wir wohl immer machen. Das ist wieder scheiß Vogel. Brauche noch viel, viel Obsidian und viel, viel Kristall, habe ich festgestellt. Wegen dem Steampunk-Zeug vor allem auch. Und Arc Advanced, hast du nicht gesehen. Und dann sehen wir uns im nächsten Part. Ja, ich denke noch nicht in der nächsten Höhle, sondern tatsächlich immer noch am Umziehen. Das ist eine längere Aktion, als ich dachte. Rex. Wird ja wohl hoffentlich kein Giga sein, oder? Ah, dafür ist er ein bisschen zu klein. Hä? Also doch oberhalb. Oberhalb dieser Bäume da. Rex. Ja, Level 8. Och, Junge. Ja, das wollte ich jetzt nicht. Diesen Spezialangriff. Komm, mach eine Blatt. Ist gutes Training für dich. So ein Unsinn. So, bringen wir das Filet nach Hause, bevor es verdirbt. Gut, also danke fürs Zuschauen. Gerne Like oder Kommentar. Ich muss mir echt angewöhnen, generell mehr mit meinen Viechern zu machen. Die sind 10-mal besser in der Ausbeute als ich. Auch wenn ich jetzt mit meinem Dino auf eine Pflanze schlag, kriegt der ja 1000 Alpha, kriegt der ja 1000-mal mehr raus als ich. Meine Platt. Moment. Kein Blödsinn machen jetzt. Sag mal, ich erwische den doch überhaupt nicht, oder? Bin doch auch doof. Wo ist er denn? Jetzt habe ich ihn gescheit erwischt. Ich hab's aber auch drauf. Na gut, das machen wir jetzt doch noch. Habe ich den überhaupt erwischt? Nee. Aber ich glaube, jetzt habe ich ihn erwischt. So, das hat ihm natürlich rausgebracht. Hat mit Sicherheit mehr als ein Level gekriegt. Ach, er hat nichts. Das hast du schon alles dabei? Suchst du Streit? Genau, mach den mal kaputt. Gute Idee. Hässlicher Vogel. Naja, gut, war nur Level 48, passt. Ich wollte schon sagen, scheiß Idee gewesen, aber alles gut. Hä? Hat er den Stego nicht kaputt gemacht? Was ist das für ein Stego? Das ist gar... Ach, das ist so ein Kentro. Der sieht ja cool aus. Der hat, rote Vorderhörner und Level 72, gar nicht so schlecht. Der ist ja cool. Und da war gerade ein Ankylo. Was hat denn der für ein Level? Na du? Ach, fuck. Ankylosaurus ist eben zum Metallfarmen. Der Dödi, mit dem farmt man Stein. Und mit dem Ankylo farmt man Metall und Flint, also Feuerstein. So, jetzt bin ich ja gespannt, wie viele Level hast denn du? 3. Na gut, du bist schon zu hochlevelig, das ist das Problem. So, wir werden was an einem Gewicht machen. Der Rest ist gut genug. Ja gut, wir könnten noch einmal auf Nahkampfschaden kommen. Komm, was soll's. Leben hast du genug. Weiter Gewicht, Gewicht. Haben wir jetzt die Alpha-Raptoren-Klaue oder gibt's die nicht? Wow. Alter. Der hatte Filet dabei, würde ich sagen. Okay. Los geht's. Also, danke fürs Zuschauen. Gerne Like oder Kommentar. Wir sehen uns im nächsten Part beim weiteren Umziehen. Also das dauert echt länger, als ich dachte. Ja, was passiert dann jetzt? Jetzt geht es ums Außenareal. Endgültig abstecken mit Zäunen oder Mauern. Ich denke, ich werde muss Mauern nehmen. Dass ich da meine Dinos einpferchen kann. Dann mal ein bisschen ein Gewächshaus errichten. Wasserversorgung aufbauen. Naja, mal schauen. Das werden wir beim nächsten Mal machen. Kann sein, dass es schon im neuen Jahr ist. Weiß nicht, ob ich das dieses Jahr überhaupt noch schaffe, ey. Weil es ist echt im Moment blöd mit der Arbeit. Naja. Bis dahin.
Ach ja, falls ihr feiert, frohe Weihnachten. Weil vor Weihnachten kommt definitiv keine Ark mehr. Ciao, ciao.